wir haben heute Budgetdebatte, aber über das Budget ist so gut wie überhaupt noch nichts gesprochen worden. Die ganzen Geschichten, die sich hier erzählen, das ist Schuldenbremse. Schuldenbremse gibt es in diesem Budget keine, weil sie keine eingezogen haben. Weil die Bundesministerin, die Finanzministerin, wo auch immer sie jetzt sein mag, ich wünsche einen guten Appetit, weil die Finanzministerin eine Mehrverschuldung von 9 Milliarden für Österreich beschließen lassen möchte. Wo ist da eine Schuldenbremse? Das hätte sie ja machen können, sie braucht sie gar nicht in der Verfassung oder sonst irgendwo auf einem Papierl stehen haben. Sie kann es machen. Es kann diese Bundesregierung sparen, keiner wird etwas dagegen haben. Aber das ist nicht passiert. Und wenn Sie diese Schuldenbremse auch noch so oft in den Mund nehmen, dann hat man ja heute im Laufe der Debatte eines gehört. Weder Sie noch Sie wissen, was da drinnen stehen soll. Sie wollen neue Steuern, Sie wollen auf gar keinen Fall neue Steuern, aber beide sind Sie sich einig, es ist ganz die böse, böse Opposition, die muss unbedingt mit und wenn sie nicht mitgeht, damit Sie diese komische Schuldenbremse in die Verfassung bekommen, dann ist die Opposition die böse. Aber Sie wissen noch gar nicht, was drinnen sein soll und Sie sind sich noch gar nicht einig. So frei nach dem Motto, jeder läuft, aber keiner weiß wohin. Und da wollen Sie unsere Zustimmung, das werden Sie nicht erhalten, das kann ich Ihnen sagen. Wissen Sie? Die Frau Bundesministerin hat heute ja einen sehr verräterischen Satz gesagt. Sie hat wörtlich gesagt, wir bemühen uns, Stabilität zu signalisieren. Bitte, was heißt denn das? Die Frau Bundesministerin, Sie sollen nicht signalisieren irgendetwas, Sie sollen Stabilität schaffen. Das ist Ihre Aufgabe. Und nicht sich zu bemühen, irgendetwas, irgendeinen Schein zu signalisieren. Das ist der falsche Weg, weil genau dieser Weg führt uns dorthin, wo wir hinmarschieren, nämlich hinein in diese Schuldenfalle. Und dann kommt noch dazu, Frau Bundesminister, Sie wollen doch jetzt eine Schuldenbremse, weil Sie ja nicht wissen, wie sich Ihr ASM, den Sie ja so hoch loben und der ja für Sie offensichtlich das über allen Stehende ist, wie sich der entwickeln wird. Sie haben ja keine Ahnung, wenn im Jänner nächsten Jahres kommt schon der Auftrag, dann müssen Sie innerhalb von 7 Tagen überweisen. Sie überweisen irgendwo hin, da brauchen Sie keine Schuldenbremse mehr. Österreich wird ausgebrannt durch diesen ESM und das ist doch der wahre Hintergrund, warum Sie auf der anderen Seite den Österreicherinnen und Österreichern das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Das ist genau Ihre Politik. Das ist eine verfehlte Politik. Und diese Politik dient nur dazu, dass Sie vor Brüssel wieder knien, dass Sie vor Brüssel knechten und dass Sie unser Geld, das Geld unserer Steuerzahler, das hart erarbeitete Geld, dass Sie das nach Brüssel schicken werden. Das ist Ihr Hintergedanke dabei, bei Ihrem ganzen Stabilitäts- und Schuldenbremsengefasel, das Sie ja selbst gar nicht ernst nehmen. Denn würden Sie es ernst nehmen, Frau Bundesminister, dann bräuchten Sie es nicht jetzt sagen und dann bräuchten Sie nicht heute über ein Budget abstimmen lassen oder am Freitag über ein Budget abstimmen lassen, wo das alles gar nicht drinnen ist. Also Sie machen hier eine Doppelbürgerung. Politik, die durchschaubar ist. Und das haben auch die Menschen in diesem Land längst durchschaut. Und das wissen Sie. Und wissen Sie, meine Kolleginnen und Kollegen von der SPÖ, es gibt einen SPD-Politiker, der hat zu diesem ESM gesagt, wir erleben in dem ganzen Prozess eine galoppierende Entdemokratisierung. Das war der Jens Geier. Und genau das ist es. Wir erleben eine Demokratisierung von Brüssel ausgehen und die Österreicherinnen und Österreicher müssen dafür bezahlen. Da wird ein ESM geschaffen, wo die Österreicher nichts mehr mitzureden haben, wo niemand mehr etwas mitzureden hat. Man kann ihn nicht einklagen, man kann ihn nicht kritisieren. Die, die da drin sitzen, sind immun. Unser Geld geht dort hinein, jedes Jahr mehr und wenn Sie mehr verlangen, ist es auch in Ordnung. Wir müssen sowieso bezahlen. Wir haben keine Möglichkeit, jemals dort wieder herauszukommen. Wissen Sie, was das ist? Das ist der Weg zur Diktatur. Und jede Diktatur versucht es zu verheimlichen. Nur die ESM-Diktatur in Brüssel nicht. Und das ist der wahre Skandal in dieser Geschichte. Und Sie stellen sich noch her und sagen, das ist ja alles so wunderbar, das heutige Budget, und wir werden jetzt die Schuldenbremse einziehen und dann wird alles besser werden. Nichts wird besser werden. Und das wissen Sie ganz genau. Sie wollen nur Geldumverteilung. Und daher ist es so, dass Sie einsparen. Und Sie haben jetzt schon gespart bei Pflegebedürftigen, und zwar massiv, weil Sie haben nämlich nicht nur den Zugang erschwert, sondern Sie haben jeder Menge Menschen das Pflegegeld einfach reduziert und wieder weggenommen. Da gibt es Zahlen, da gibt es Statistiken und da gibt es zahlreiche Menschen, die das auch schon bezeichnen kann. Sie nehmen es weg den Kranken, Sie nehmen es weg den Familien und der Kollege Greiner hat ja heute schon gesagt, es wird jetzt dann auch noch die Absetzbarkeit für die Kinderbetreuung gestrichen werden. Sie nehmen es überall da den Menschen weg, wo es notwendig ist, vor allem im Sozialbereich, bei den Pensionen. Da nehmen Sie den Menschen das Geld weg, damit sie es dann via EMS, nach Griechenland, vielleicht noch nach Portugal oder sonst wohin verschieben können. Diese Politik ist schäbig, Frau Bundesminister.